da. Gibt es keinen roten Punkt? Nein, so professionell sind wir. Ich darf, so streng sind die hier, ich darf hier kein Wasserglas ins Bild stellen. Das wird ja alles ganz puristisch geregelt. Ich werde auf die andere Seite vom Tisch gesetzt. Brauche ich nicht sagen, schneidet ihr raus. Nichts Negatives über die Admins. Das versuche ich dann in Antworten einzuflechten, wo dann alle fragen, warum springt das so? Das fragen sie wirklich, sobald mein Schnitt drin kommt? Siehste? Ja. Ich habe auch meine Mittel und Wege. Ja, alles sagen, was du willst. Ein perfekter Tag beginnt. Mit dem Aufstehen. Und dann? Spätes Frühstück. Joggen draußen davor und dann Zeitung lesen. Okay. Und ich gehe nie aus dem Haus ohne? Unterhose. Das ist eine gute Antwort. Die schönste Jahreszeit ist? Frühling, Herbst. Warum? Frühling, weil alles noch kommt. Herbst, weil es wieder so klar wird. Und weil die Tage nicht so lang sind und man endlich mal faul sein darf am Abend, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Okay. Ich langweile mich? Nicht gerne. Okay. Wobei langweilst du dich schnell? Unterschiedlichste Tätigkeiten. Ich hasse Warten. Dorti, siehst du, der ganz streng wird hier. Ja, nee, wenn du redest, bist du lauter drauf als er. Wenn du gesprochen, ich habe nur geguckt. Nur geguckt, was los ist. Nicht streiten? Nein. Es ist etwas, wir streiten. Ich langweile mich beim Warten. Ich hasse Warten. Mittlerweile wechsle ich sehr schnell Bücher, wenn ich mich langweile. Ich gebe jedem Buch so 50, 60 Seiten und dann haue ich es weg. Aber eigentlich relativ selten. Obwohl jetzt, wenn man so schon mal ist, so schnell getaktet jetzt mittlerweile. Das heißt, man langweilt sich schneller. Okay. Das ist manchmal ganz gut, ein bisschen runterzukommen. Wo du von Büchern sprichst, ein Buch, das jeder gelesen haben muss. Ja, ich will jetzt nicht sagen, die Vermessung der Welt, weil wir gerade darüber gesprochen haben, aber Vermessung der Welt ist ein sehr gutes Buch. Wie heißt der? Die wohlgesinnten, wohlmeinten von Littell, wird sich aber keiner von euch antun, ist so ein dicker Wälzer über das Nazireich. Ich liebe beide große Jonathan Franzen Romane, ich liebe Freedom und ich liebe Die Korrekturen. Großartige Jahrhundertromane in meinen Augen. Auch gerne Buddenbrooks, wenn ihr was Klassisches wollt. Es gibt auch kleine Bücher. Ich liebe von Kehlmann Ich und Kaminski. Das haben wir schnell weggelesen. Das ist ein super Buch. Ich liebe die Kurzgeschichten von Tschechow. Ich liebe die... Welche Kurzgeschichten noch? Reicht, oder? Ja, ich denke auch. Jetzt habt ihr eine ganze die Bibliothek schon. Die Absatzzahlen bei Amazon werden steigen. Ach so, ja. Und Max Urlacher. Rückenwind. Wenn ich keine Filme machen könnte, würde ich... Es gibt gab so viele andere Sachen. Der Film kam ja erst relativ spät. Ich würde trotzdem versuchen, mit was auch immer für eine Aufgabe Freude zu haben. Manchmal ist es ja nicht so sehr, dass du eine Aufgabe findest, mit der du Freude hast, sondern dass du Freude empfindest bei der Aufgabe, die du hast. Ja. Und ein guter Film muss? Erstmal unterhalten, wobei ich mit unterhalten nicht meine, dass dauernd Torten fliegen müssen, aber er muss mich erstmal interessieren und dann mir aber auch gerne eine Frage stellen unten drunter. Also, dass du eine Botschaft mitnimmst? Was auch immer, ja. Botschaft ist dann vielleicht schon wieder zu dogmatisch, ja. Nee, er muss mich interessieren. Ein guter Film muss mich interessieren. Und mich vielleicht auch berühren. Okay, und was ist denn der beste Film, den du gesehen hast? Das ist ganz schwer. Also bei Filmen ist es ganz schwer, auch wenn du mich fragst, weil ich vergesse das dann sofort. Also ich komm. Aber wenn du spontan einen Filmtipp geben müsstest, was sagst du, guckt euch das an, Leute? Zu viele. Also es gibt zu viele Klassiker, die ich toll finde, die ich epochenmachend finde. Nee, das ist zu vielschichtig. Die habe ich auch alle irgendwie schon irgendwo aufgeschrieben. Dann sage ich immer wieder dieselben. Dann sage ich so alte Schmarrnfilme. Internet nutze ich? So bedingt wie möglich, ohne eine Medienkritik machen zu wollen. Nee, aber das liegt einfach an meinem Abhängigkeitsverhalten. Internet ist für mich wie eine Süßigkeit oder wie Fernsehen. Okay, in Dosen. Gut dosiert, gerne. Und ich nutze es sehr gerne für, bin ein großer Wikipedia-Freund und gucke immer sofort alles nach, weil ich so ein schlimmer Rechthaber bin. Dann auch gerne noch mit dem Handy so? Dann mit dem Handy sagt, ah nee, guck mal, ich hatte recht. Okay. Und wenn der andere recht hatte, dann sage ich es nicht.
Okay, mit Musik. Mit Musik. So ziemlich alles. Okay. Mein Hund ist. Anstrengend. Immer noch lustig. Ja? Nach all den Jahren. Wie lange hast du ihn schon? 9. Mhm. Und unfassbar gefräßig. Okay. Und Heimat bedeutet? Heimat ist ein Gefühl, das ich erst, das du erst spürst, wenn du weg bist. Tatsächlich, dann kriegst du erst ein Gefühl dafür. Das ist auch so eine Plattitüde, aber es ist tatsächlich so. Also in Amerika habe ich gecheckt, guck mal, hier komme ich her. Und das ist, finde ich, ein sehr schönes Gefühl. Bedeutet auch nicht mal, dass ich da hin muss wieder dauernd, aber es ist schön zu wissen, wo der Baum seine Wurzeln hat. Dann kann er die Äste umstrecken, wo er will. Das ist schön gesagt. Ich liebe an Berlin. Sehr viel liebe ich an Berlin. Ich liebe an Berlin, dass es komplett anders ist als München. Ich liebe an Berlin, dass es immer irgendwas gibt, was ich sehen kann. Ich liebe an Berlin die Brüchigkeit, ich liebe die Gebäude. Ich liebe die Leute, die ich dort habe. Es schmeckt einfach ganz anders als München. Ich vermisse aber dort den englischen Garten. Ich hasse an München. Sag mal, ist das jetzt eine Anti-München-Kampagne? Nein, aber weil du sonst immer mehr von München schwärmst als von Berlin, dachten wir fragen mal andersrum. Wir wollen die andere Seite sehen. Naja, was man an München nicht mag, das wird ja so oft und so viel beschrieben. Und dem kann man natürlich schon zustimmen. München ist mittlerweile sehr reich. Einfach. Und das hat seine Vorteile und Nachteile. Es wird einfach dadurch sehr gemütlich, sehr exklusiv, sehr hübsch und lebt halt ein bisschen weniger als Berlin. Aber Berlin verändert sich natürlich auch in die Richtung. Berlin hat natürlich noch ein bisschen Zeit. Familie ist wichtig, weil... Hat auch wieder was mit Wurzeln zu tun. Bekämpfst du die erste Hälfte des Lebens und die zweite Hälfte des Lebens, merkst du, wie toll es ist. Also ich glaube, wenn man sich vorstellt, wenn die Familie nicht mehr da ist, dann merkt man erst, was für ein Loch irgendwie ins Leben gerissen wird. Also ich finde, es gibt mir immer einfach einen ganz großen Rückhalt zu wissen, da sind noch Leute, die vor mir da waren und zu denen ich mich positiv oder negativ positionieren kann. Okay. Es gibt mir einen Halt und ich glaube, es ist für alle schwer, egal wie alt sie sind, wenn du 40, 50, 60 bist, wenn deine Eltern sterben, ist das, glaube ich, immer einschneidend, weil du plötzlich ganz alleine bist. Und ja, alleine erwachsen sein musst. Simon ist ein guter Freund, weil? Auf so viele Weisen. Simon ist klug, Simon ist spannend, weil er zwei sehr unterschiedliche Seiten hat, die ich beide spannend finde. Ich finde ihn großherzig, ich finde ihn leidenschaftlich, warmherzig vor allem und von allem manchmal auch das Gegenteil. Das klingt sehr spannend. Ich mag es nicht, wenn Menschen... mir ins Gesicht rauchen. Das kann ich gut verstehen. Ich versuche mich zu erziehen, nicht zu sehr zu urteilen darüber, was andere Menschen tun, weil ich eine Tendenz habe, das zu viel zu machen. Okay. Und deine wichtigsten Grundsätze im Leben, kannst du die ganz kurz zusammenfassen? Maß. Ein Maß finden. Es gibt immer eine Balance. Man kann alles zu viel oder zu wenig machen. Eine Lockerheit finden, aber trotzdem eine Leidenschaft für Dinge haben. Anständig durchs Leben gehen. Und dass jeder das selber irgendwie wissen muss, was es ist. Das ist schön. Die Rolle meines Lebens wäre? Kann ich so nicht sagen. Gut. Sie wäre gut. Ist ja auch was. Christoph Waltz hatte die Rolle seines Lebens. Das war ihn auf dem Leib geschrieben und es war natürlich auch eine Jahrzehntrolle. Also das kann ihm nicht nochmal passieren. Das ist einfach, passiert nur wenigen Leuten. Hannibal Lecter war eine Jahrhundertrolle. Ja. Aber auch nur für ihn. Er war perfekt in der Rolle. Du musst natürlich auch richtig sein für die Rolle. Also Waltz war perfekt. Wer hätte diese Rolle perfekter spielen können? Ein Regisseur, mit dem ich gerne arbeiten würde, ist... Kater, warte mal ganz kurz. Ich glaube, wir sollten das wiederholen. Wir waren ja sehr laut. Jetzt noch.
Was nochmal? Welche Teil? Die letzte Frage. Die Rolle deines Lebens? Nee, die andere. Die du gerade angefangen hast. Aber nicht, dass ihr, war das missverständlich, dass ich gerade, dass die Leute meinen, Hannibal bei Lecter und war von Christoph Waltz gespielt? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, man hat es verstanden. Ja, ich glaube. Das sollte man so wissen. Also. Wir klären das auch nicht. Ein Regisseur, mit dem ich gerne arbeiten würde, ist? Haneke, Graf. Und da gibt es noch einige Kollegen. Also Buck war auch so einer, tatsächlich. Mit dem ich unbedingt arbeiten wollte. Und das geht unendlich so weiter. Mhm. Wenn ich Marc Meyer wäre, dann... Habt ihr gesehen, was dann passieren würde? Habt ihr in vielen, vielen Folgen von Dr. Starry gesehen? Nee, aber tatsächlich, wenn ich so wäre, wäre ich so. Also jemand anders hätte Marc Meyer anders gespielt. Aber wenn du Marc einen Ratschlag geben würdest, was würdest du Marc so richtig gern mal sagen? Marc kannst du nicht heilen. Sonst wäre es langweilig. Ja. Okay. Bist du enttäuscht, ne? Nee, aber es gibt ja schon gesagt... So Sachen, was würdest du mit Marc Meyer raten? Das habe ich mir noch nicht so überlegt. Doch. Was ich dem gerne mal sagen würde. Weißt du, würde man sagen, hey Marc, mach dich doch mal locker, lass dich auf Emotionen ein. Will man das sehen? Nein. Nein. Aber wenn Marc jetzt ein echter Mensch wäre, würde man wahrscheinlich schon, wenn man eine Freund von Marc wäre, dem schon irgendwas mal sagen wollen. Ich glaube nicht, dass Marc viele Freunde hätte. Auf gar keinen Fall. Also es ist im Fernsehen immer sehr lustig und im wirklichen Leben, glaube ich, dauerhaft. Der hat ja auch im Fernsehen schon keine Freunde. Ja. Also Meli ist eigentlich der Einzige, der mit ihm aushält. Ich glaube, es ist sehr unterhaltsam, aber im wirklichen Leben ist das meistens nicht so lustig. Aber auch Gretchen Hase wäre im wirklichen Leben einfach sehr nervig. Katastrophe. Zum Schluss noch eine Frage, die kennst du schon. Lieber vor oder lieber hinter der Kamera? Beides. Momentan jetzt lieber vor, weil ich einfach gerne als Bock habe auf Spielen und das nicht so eine riesen Rattenschwanz an Verantwortung nachziehen. Okay, dann danke schön, Florian. Gerne.